Einen schönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu 7 Days to Die, Nevis Gain Roads. So. Tag 11 immer noch, 16:33 Uhr. Leerer Müllcontainer, das ist toll. Ja, wir brauchen noch etwas Material. Muss noch Beton organisieren. 52, das reicht also für 5 Blöcke. Ist also noch nicht so prall. Naja, gut. Müssen wir noch ein bisschen organisieren. Lala. So. Ja, ich habe mich jetzt mal dazu entschieden, die kleine Mini-Kampfbasis oder wie wir sie nennen wollen, die Hordenbasis, die Feralbasis, erstmal nochmal wieder ein bisschen abzugraden und zu gucken, dass wir das vielleicht noch an Tag 14, vielleicht noch ein bisschen, hallo, noch ein bisschen gewuppt kriegen. Destroyed, die können wir gleich mal abbauen. So, die machen wir gleich mal weg. Zack, dann kriegen wir wieder ein bisschen Metall raus. Ja, dass wir die dann zumindest nochmal für die 14 Horde fertig machen, ist natürlich die Frage, ob wir es da tatsächlich überleben, weil eigentlich war da nur eine Horde für geplant und die 14er Horde soll es ja an sich schon immer eher in sich haben als die 7er Horde noch. Insofern könnte das ein bisschen schwierig werden, vor allem an Munition habe ich so gut wie gar nichts mehr. Oh, wir haben eine Farbe. Was haben wir gekriegt? Eine Farbe. Dye Brown. Dock Brown. Wir haben kaum Munition. Das heißt, eigentlich müssten wir. Das macht die Sache natürlich schwierig. Eigentlich müssten wir zusehen, dass wir noch irgendwie Munition horten gehen. Aber ja, dafür müssen wir wieder auf Loot-Tour gehen. Und das ist eigentlich momentan auch nicht so wirklich. Oh, moin. Das ist momentan auch nicht so wirklich gegeben. Das ist natürlich schwierig für die Horde. Ich glaube, ich habe nur noch, ja, ich weiß nicht, ich glaube, so 20, 30 Schuss habe ich, glaube ich, noch für das Jagdgewehr. So, und das ist. Ja. Das ist nicht so wirklich schön. Das wird echt eine schwierige Horde werden. Die 14er Horde. So oder so, ob nun mit oder ohne Verteidigung. Ach ja, das war toll. So. Reloot haben wir ja auch noch nicht gehabt. Haben wir, glaube ich, auch erst ab Tag 30 oder so. Ab Tag 30 habe ich Reloot eingestellt. Deshalb mache ich aber auch nur bei Neverscan, weil Neverscan natürlich definierte Grenzen hat. Und wenn man tatsächlich eines Tages so weit ist, man hat alles abgelootet, ist zwar relativ unwahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz, sag mal. Ja. Dann, was wollte ich sagen? Dann ist es natürlich mit dem Loot dann auch so ein bisschen schwierig. So, hier kommen wir natürlich nicht hoch. Ist da nicht da noch? Na, da würde ich schon ganz gerne hoch da oben. Haben wir noch ein bisschen Holz dabei? Dann machen wir uns nämlich sonst noch mal ein paar Frames. So 5, 6 Stück an der Zahl. Das und das. So, bauen wir uns nämlich mal kurz hier hoch. So. Ach, oh. Okay. Das ist jetzt aber auch nicht so schön. Huch. So, ich will jetzt hier eigentlich hoch. Ich will doch hier eigentlich noch hoch. Moin. Natürlich muss ja noch hier jemand warten. Komm mal hier rüber. Ich glaube, hier bricht doch gleich alles zusammen, oder? Oder? Moin. Tschüss. Tschüss. Kommst du da oben hin? Du kommst da tatsächlich oben hin. Ich bin wahnsinnig. Okay. So, wunderbar. So, ich brauche eigentlich auch nur Beton hier. Gib mir das Beton! So, einmal. Ich muss auch noch was trinken zwischendurch. Da wollen wir auch noch mal bei. So, einmal. 29 Fleisch. So. Ein bisschen was trinken, dann läuft das schon. Müssen sowieso noch ein bisschen mehr trinken hier. So, dann läuft das nämlich schon. Guck mal hier, wie schön das alles wächst. Kommen wir hier auch nochmal hoch? Eieiei, ob ich da nochmal hochlaufen sollte.
das, ja. Wir müssen echt mal sehen, dass wir irgendwie nochmal einen Zementmischer irgendwo finden. Oder wir müssen halt zu unserem Händler des Vertrauens nochmal latschen. Das wäre nochmal eine Möglichkeit. Da hinten ist auch nochmal Beton. Dann mache ich den hier nochmal weg. Ich will hoffen, dass wir da frei rüberlaufen können. So. Moin. So, hier ist nichts weiter. Hier können wir auch rüberlatschen. Jetzt gurgelt sie da unten rum. Ja, siehst du mal, selbst schuld. Selbst schuld. Nein! Da war anscheinend eh nichts drin, was soll's. Ja, den werden wir mal anfixen. Ich dachte, die fallen da durch. Ich dachte, das wäre so ein morsches Holz. Ja, du willst natürlich auch wieder auf die Nuss, ne? Du willst. Okay. Tschüss. Nehmen wir mal einen Pfeil her und wir holen uns ein bisschen Beton. So. Ja, die drehen aber auch wieder durch da unten, ne? Hauptsache, ich krieg mal Beton. Oh, vorsichtig. Ich habe keine Lust, hier runterzufallen. Dann brechen wir hundertprozentig wieder beide Beine und dann stehen wir wieder da vor den. Nackt vor den Zombies. Oh, was ist denn hier? Muffiger Rucksack, natürlich leer. Da drüben würde ich ganz gerne auch nochmal hin. So. Genau, bei dem Rucksack war bei mir ein Bohrer. Naja, wäre da, glaube ich, Loot drin gewesen, dann hätte er das aber auch in einen Rucksack gedroppt, glaube ich. Glaube ich. Wir glauben es ja nicht wissen, wie wir wissen. Ist hier noch jemand? Hallo? Nö. Brav. 19. Ach scheiße, wir haben schon wieder 19 Uhr. Da müssen wir gleich mal los. Ich würde ja ganz gerne nochmal fix nach Hause und nochmal zumindest Beton mal fertig eingießen. So, da drüben ist nochmal ein bisschen Munition. Da sollten wir. Oh. Muffiger Rucksack. Kommen wir doch irgendwie ein bisschen. Na, Jungs und Mädels, alles klar bei euch? Guck mal, ob ich vielleicht nicht doch gleich hier runterspringen kann. Dann spare ich mir wenigstens den Rückweg. Die richtige Munition, aber zu wenig davon. Oh. Ja, Jungs. Das ist, ja. Das habt ihr ja fein gemacht. Na, alles gut da unten? Ich freue mich nicht, eigentlich. So. Oh. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen, sonst sind wir nämlich gleich eine Etage tiefer. Geronimo! So, gut, sehr schön. So, wir haben natürlich die ganzen Steine noch hier, aber die könnten wir zur Not auch nochmal selber herstellen. Das wäre ja nicht so teuer. Ach, da muss auch noch Beton. Aber 19 Uhr, es ist blöd. 19 Uhr ist blöd. Würde ich ganz gerne. Ja. Adios, muchacho. Solange es noch ein bisschen hell draußen ist. Okay. Dann machen wir uns erstmal auf dem Heimweg. Wie viel haben wir jetzt? Wie viel Beton? Wir haben Beton, haben wir 151. Also 15 Blöcke, das ist schon gut. Das ist schon gut, da kriegen wir zumindest den Graben. Was ist den Graben? Aber das Loch in der Mitte kriegen wir zumindest damit ausgegossen. Und dann setzen wir da noch ein paar Spikes rein. Wir setzen ein paar Spikes rein und erst ein paar Spikes drumherum. Vielleicht kriegen wir noch einen Graben ausgehoben bis zum Tag 14. Und ja, müssen wir gucken. Auf gut Glück. Wir werden dann ja sehen, ob es an Tag 14 weitergeht oder später oder was weiß ich. Ich bin da echt gespannt. Natürlich wieder hart encumbert. Ich muss auch gleich mal sehen in der Nacht, dass ich die 4 Punkte, dass ich die nochmal ausgebe. Da muss ich mir erstmal Gedanken machen, was ich am besten skill. 4 weitere Rucksackplätze wären natürlich nicht schlecht, aber ich möchte eigentlich erstmal so ein bisschen. Ja, so ein bisschen auf Waffen skillen oder irgendwie auf Werkzeuge skillen, dass wir da ein bisschen schneller und besser abbauen. Und,
Ne, der Loot ist dann auch futsch. Ja, gut, dann ist es. Dann ist es halt so. Bringt ja nichts, sich darüber Gedanken zu machen, was da hätte drin sein können. Das ist ja sowieso egal. Ne, das ist ja wurscht. Da mache ich mir keinen Kopf drum. So, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Beton. So, und hinein ins Glück. So, einmal Beton. Zweimal Beton. Da war alles schon aufgewertet, ne? Jopp, sieht zumindest so aus. Ach, wir müssen hier uns ja auch gleich mal wieder noch eine Leiter bauen, fällt mir mal gerade ein. Das ist, müssen wir ja auch noch tun. So, ein viermal Stahlgerüst, das wird... Ja, es wird noch gerade so reichen. Oder? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, das reicht. Das ist ja wunderbar, dass das passt. So, 1, 2, 3, 4. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. So, dann haben wir hier erstmal Grundbeton. Da brauchen wir Staffel schon Stahl? Okay, gut. Ach ja, wir haben ja direkt schon Stahl. Ja, ist natürlich, ist logisch. Hier bräuchten wir wahrscheinlich nur Eisen. Macht natürlich Sinn. So, zack, zack. Ich will hier raus. So, dann würde ich ganz gerne das Innere hier nochmal etwas aufwerten, wenn ich denn darf. Ja. So. Dann haben wir zumindest den inneren Kreis, wenn nachher die Zombies reinfallen, dass sie dann hier nicht gleich alles kaputt schlagen. In der Hoffnung, dass ich dann oben so schnell am Zielen und am Schießen bin, ja, dass ich sie dann auch ausmerzen kann. Rechtzeitig, bevor sie mir alles zu Klump schießen. Das, ja. Schauen wir mal. Also sind immerhin auch schon 5000, also es ist schon üppig. Das kann man auch schon mal so, kann man auch schon mal so lassen. Das ist schon mal gut. Mir geht es ja auch darum, dass wir möglichst minimalistisch bauen. Wenn ich nämlich sage, ich baue minimalistisch, dann wäre das nachher solche Häuser. Ja, macht keinen Sinn. Na gut, da war auch kein Bohrer drin. Genau, da war auch kein Bohrer drin, genau. Genauso sehe ich das nämlich. Gut, ja, dann können wir da sonst an sich Spikes eigentlich auch gleich reinpacken. Wir haben es 21 Uhr. Ach, ja, bauen wir doch da mal zwei Spikes rein, ist ja egal. So. Aufwerten können wir nachher das Ganze drumherum ja trotzdem noch. Und jetzt wird gleich wieder Frank kommen und sagen, ja, da fällt der Nordenstoff sicherlich gleich rein. So, da brauchen wir vier Eisen für. So, dann haben wir es wenigstens hier zwei tief. Also wenn hier Zombies reinfallen, dann vergnügen sie sich hier erstmal. Ist zwar nur ein Block, den sie dann wieder überspringen können, aber ist ja egal. Das müssen wir dann nochmal tiefer bauen. Das passt schon. Ja, gut. Das ist natürlich nur die Frage, wie machen wir das nachher mit... Wie machen wir das tatsächlich nachher mit dem Graben? An sich würde es tatsächlich Sinn machen, den Graben etwas weiter außen zu setzen. Wenn ich ihn nämlich hier vorne setze, dann muss ich hier vorne wieder aufrüsten, weil sie mir sonst hier wieder alles kaputt schlagen. Ja, es ist schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen, wie wir das nachher machen. So, aber ist auch erstmal egal. Wir setzen erstmal hier die Spikes hin. So, gleich 10 Uhr. So, grundsätzlich wäre erstmal die Verteidigung wieder aufgebaut. Oh, sieht schon schick aus. Egal, soll nicht schick aussehen. Wir müssen hier irgendwie mal zu Potte kommen. Gleich ein paar Leitern craften.
Ja, drei, so, vier Stück erstmal. Da müssen wir uns erstmal da wieder hochbauen. La, 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 la. Irgendwann wird uns das ja auch zusammenbrechen. So, einmal, zweimal, dreimal. Reparieren. So. Eins, wo haben wir denn die Leiter? Die Leiter, 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 Leiter. Wo haben wir die Leiter? Ich habe doch eben auf Craften gedrückt, oder nicht? Ach, da. Da haben wir sie doch. Alles gut. Und nein, in die gute Stube. Ach, wunderbest. Wunderbest. Ja, wir müssen ganz gnadenlos auf Loot-Tour gehen, weil sonst kommen wir nicht an Munition, geschweige denn an sonstige Materialien, um Munition herzustellen. Wir können natürlich gleich mal gucken, wie weit wir mit den Skillpunkten kommen, aber so viel wird das nicht bringen. Nicht genug, um Munition herzustellen. Das ist, ja. Ist natürlich doof. So, schauen wir hier kurz rein. Du, 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 du. So, was können wir denn aussortieren? Das kommt erstmal raus. Das kommt gleich in die Forge. Lehm habe ich auch nochmal 339 dabei. Das lag ich erstmal hier ein. Das kommt erstmal weg, das kommt weg, das kommt weg. Stein brauche ich momentan auch nicht zwingend. Das kommt rein. Dye Brown, keine Ahnung. Können wir das hier irgendwo raufsetzen? Hast du? Nee, hast du nicht. Modify. Da packen wir jetzt mal schön braun rauf. Wird man wahrscheinlich eh nicht sehen, weil es aus eher Holz ist. Licht. Ich hätte ganz gerne mal einen braunen Knüppel gesehen. Ja, das hat ja so nur richtig viel gebracht mit Braun. Hätte mich aber auch ehrlich gesagt gewundert, wenn man jetzt ein schönes, tiefes Braun gesehen hätte. So, nehmen wir mal raus. So. Zerlegen, fallen lassen macht natürlich keinen Sinn. Auch zerlegen, zerfallen lassen. Modify. Dich können wir modifizieren. Da können wir schöne Farbe drauf machen. So, das da. Ist das ein schönes Braun? Ja, so ein bisschen sieht man den Unterschied schon, so ein bisschen. Naja, gut. Vollkommen egal, aber so richtig vollkommen egal. 99, 100, das sieht auch gut aus. Fleisch, das packen wir alles mal in die Mitte. 1, 2, 3, was haben wir hier noch? Das können wir gleich mal auffuttern. Gläser können wir hier reinschmeißen. Die Ores, die packen wir mal da gleich mal rein. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir dann was Leckeres craften können. Da müssen wir auch gleich mal gucken. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt mit zum Essen. Spikes. Warten wir noch mal ein bisschen. Das müssen wir gleich noch reparieren. Ach, die Steine habe ich wieder zurückgeschmissen, ne? Oder? Reparieren. Wo sind die Steine da? Jo. Okay, 31 mal Beton, das ist natürlich jetzt nicht der Brüller. Aber hier können wir zumindest ein bisschen was machen. Ein klein wenig könnten wir machen. So, Waffen und Munition packe ich auch mal wieder oben hin. Und nicht alles verasen hier. So, Metall. Wie viel haben wir hier? 245, da können wir uns auch keine großen Sprünge mit erlauben. Ja, natürlich alles nicht so prall. So, ein bisschen davon, was können wir noch einschmelzen? Blei könnte man natürlich schon mit einschmelzen. Öl wäre natürlich schon mal ganz cool für Molotov-Cocktails. Da könnte man sich natürlich schon mal Gedanken machen. Science Tier 2, da gucken wir gleich mal rauf. Blei könnte man jetzt mal einschmelzen. Ich werde mal Blei einschmelzen. Ein bisschen Messing. Das können wir eigentlich schon mal alles raushauen. So, ein bisschen davon. Bonbondosen, ja, da können wir natürlich Minen draus machen, aber. So. Ja, dann gucken wir nochmal kurz, was die Skills treiben. Was können wir nochmal machen? Wir haben 4 Punkte. Science sollten wir ja machen. Yeah, Science sollen wir auf Level 2.
Da kommen wir nicht hin, weil wir Intellekt 7 haben müssen. Intellekt sind wir 6. Brauchen wir 3 Punkte für. Ja, gut. Yeah, Science brauchen wir 1 Punkt für. Kaufen wir, so. Dann hätten wir Yeah, Science Level 2. Da haben wir Level 7, das müsste passen. You can craft military fiber dynamite, air filter mines, advanced bolts and arrows can use tier 2 schematics. Okay. Tier 2 schematics. Das können wir natürlich mal machen. Ich würde hoffen, dass es jetzt mittlerweile geht. Rezepte, das müssen wir natürlich da craften. Und dafür brauche ich Stahl. Habe ich 5 Kleber? Wir hatten, glaube ich, noch 5-mal Stahl, ne? Oh, 5-mal Stahl haben wir noch. Dann brauchen wir noch Rezepte. 5-mal Kleber, eine Fackel. 5-mal Kleber, eine Fackel. 5-mal Kleber. 5-mal Kleber haben wir nicht, wenn ich das richtig sehe. Und eine Fackel. Na gut, die Fackel mopse ich mir irgendwo, das ist ja nicht das Problem, aber 5-mal Kleber habe ich nicht. Tatsächlich kein Kleber. Ich war der Meinung, ich hatte irgendwo Kleber. Kann auch sein, dass ich natürlich schon wieder verbraten habe, aber wir haben zumindest Knochen da. Knochen und Wasser, dann müssten wir auch Kleber herstellen können. Kleber ging, glaube ich, mit trübem Wasser, wenn ich mich nicht irre. Gucken wir einfach mal. Ah, guck mal, dann haben wir schon ein bisschen Wasser. Sehr gut. So, dann haben wir Kleber. 5-mal, maximal könnte ich 9. Ja, wunderbar. Dann machen wir auch gleich 9-mal fertig, würde ich sagen. Haben wir noch ein bisschen Reserve. Achso, und natürlich ein Hülz hier noch dazu. Wie war das noch mit dem Feuermod für den Knüppel? Was? Wie war das noch mit dem Feuermod für den Knüppel? Mit der, den Knüppel, was? Was? Hä? Okay. Komm, machen wir nochmal den 5. Kleber. So. Jetzt müsste ich ja theoretisch alles haben. Sehe ich das richtig? Achso, außer die Fackel natürlich. Die Fackel haben wir natürlich nicht. Aber auch das kriegen wir noch hin. Wir haben nämlich ein bisschen Holz da. Und wir haben, glaube ich, noch Tierfett brauchen wir noch. Rezepte, eine Fackel, fertigen. Crafte ich jetzt einfach mal, ist egal. Wir haben jetzt zwar ja Fackeln hier überall rumliegen, aber was soll's. Jo, dann müsste ich doch eigentlich alles haben, wenn ich das jetzt richtig zusammengestellt habe. Rezepte. Ist auf jeden Fall weiß, also dürfte ich das herstellen können. So, ich sehe natürlich da draußen jetzt nicht so viel. Ich würde das ganz gerne craften. Ich würde mir gerne einen brennenden Knüppel angucken. Komme ich da hier von hier oben irgendwo ran? Ach, egal. Benutzen! Ich würde ganz gerne die Mod. Rezepte. Fertig. So, und wehe, hier kommt irgendjemand auf die Idee. Wehe. Egal wer, ob das Hunde sind oder sonst irgendwas, ihr lasst mich in Ruhe. Morgen früh um 4 Uhr geht's weiter. Ich habe meine gewerkschaftliche Pause einzuhalten. Also Nachtruhe besser gesagt. Pause eher weniger, aber ne, muss ja auch nicht immer sein. Ich finde, da sollten sich Zombies auch mal dran halten. Was ich in der Zombie-Gewerkschaft, dass sie mal sagen, so hier, pass auf, nachts wird nicht rumgemetzelt. Da werden keine... Laufen da hin Zombies? Da werden keine Gehirne gelutscht. Oder andere Sachen. So. So, jetzt haben wir hier so eine graue. You're encumbered. Das ist mir erstmal egal. Das ist mir egal. So, erstmal nach oben. Oh, ja, schön aus. Ah, wunderbest. So, jetzt müsste ich ja hier eigentlich eine Mod draufschrauben können. Und zwar die Burning Mod. Ja. Das finde ich mal etwas geil, muss ich sagen. Das finde ich ja mal etwas lecker. Der brennende Knüppel.
Das ist natürlich äußerst spaßig. Dann brauche ich nicht immer mit einer Fackel durch die Gegend rennen. Das ist schon mal das Pendant zu einem Mining-Helm. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Obwohl, dann bin ich natürlich dann auch eher sichtbar, ne? Ah, mit 37. Was habe ich denn hier vorne? Ohne die Fackel, da habe ich 7. Da habe ich natürlich 7. Und jetzt habe ich natürlich 37. Ja, okay, ja, ist klar. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das keinen Effekt gehabt hätte. Aber ist egal. Ist egal. Ich bin ja sowieso immer wie ein Elefant im Porzellanladen. Also von daher, die Zombies kriegen sowieso mit, wenn ich da bin. Also ist kein Problem. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir sind natürlich schon wieder ein bisschen über die Zeit. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann, ja, dann warten wir mal, was sich an Tag 12 so ergibt. Ja, dann muss ich mir auf jeden Fall mal Gedanken machen, wie wir das mit dem Graben machen. Ob wir einen Graben bauen, wie tief wir den Graben bauen. Viele Möglichkeiten haben wir ja nicht. Ja, oder wir gehen nochmal looten. Wir riskieren es einfach, laufen nochmal los und versuchen nochmal zu looten, weil wir haben ja auch wenig Munition. Also würde es sich ja quasi anbieten, dass wir vielleicht mal irgendwo nochmal looten gehen. Wir könnten ja vielleicht mal hier oben in der Stadt gucken gehen. Da waren wir ja auch noch nicht. Doch, da war, ach, das waren ja diese Einfamilienhäuser. Da können wir natürlich nochmal gucken gehen, weil ich glaube, da war ich in einem Haus drin oder so oder in zwei maximal. Da könnten wir vielleicht nochmal ein bisschen was finden. Das wäre nochmal interessant. Oder wir müssen uns halt woanders umgucken, aber wir haben ja nicht so die Zeit. Wir haben jetzt ja nicht unbedingt so die Zeit an Tag 12. Wir haben im Idealfall Tag 12, Tag 13, Tag 14, 3 Tage. Und das, um Graben zu buddeln, zu looten, das wird knapp. Mal vielleicht noch ein paar Mollys craften. Schauen wir mal. Nun gut, das soll es aber auch für heute gewesen sein. Dann schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt 7 Days to Die, Never Scan Roads. Und ja, dann gehen wir sonst noch mal auf Loot-Tour, auf eine spontane Loot-Tour in der nächsten Folge. Müssen wir mal sehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.